So, Freunde, weiter geht's mit dem Tuning der Fahrzeuge. Und zwar haben wir in der letzten Folge den schönen, wundervollen Envisage getuned. Ich hoffe, das Video habt ihr nicht verpasst. Leistung ist okay, doch ein bisschen enttäuschend, aber overall 6 bis 7 von 10 sieht halt relativ nice aus und ist ein Elektrofahrzeug. Ist etwas schwer zu fahren in den Kurven, aber ansonsten sehr, sehr unique, hat mir sehr gut gefallen. Heute ist auf Legendary Motorsports der Anis Euros X32 dran mit wundervollen 1,5 Millionen GTA Dollar. Und wie wir hier unten noch sehen können, eine HSW-Verbesserung. Die kostet sicherlich auch nochmal um die 1,2 bis 1,5 Millionen. Das heißt, allein das Fahrzeug tunen zu können vernünftig, müssen wir schon 3 Millionen GTA Dollar hinblättern. Ihr seht, mein Kontostand neigt sich langsam dem Ende zu. Das könnte auf jeden Fall noch etwas schwierig werden. Wir bestellen den mal in einem schönen Gelb bzw. Orange in unsere Autowerkstatt. Ja, und dann sehen wir uns wieder, wenn er angekommen ist. So, da ist der wundervolle X32. Sehr schön. Der gefällt mir wirklich extrem nice. Ich bin wirklich sehr gespannt, was für Modifikationsoptionen der hat. Das war wieder ein Wort, was ich mir sehr, sehr hinten mal rausgekramt habe. So, let's go. So, Bremsen full, Stoßstangen und Schutzplatten. Okay, serienmäßig. Dann haben wir einmal in Schwarz und in Chrom. Also, um ehrlich zu sein, ich weiß es jetzt nicht. Also, ich bin mir unsicher, deswegen lassen wir das erstmal so. Motor full, Auspuff. Okay, jetzt Doppelauspuff, Titan, Oval. Titan-Oval, Doppel, Klein-Titan, Groß- und Groß-Doppelauspuff. Der hat mir sehr gut gefallen. Ich bin ja allgemein ein sehr großer Fan vom Titan. Ne, wir nehmen den großen Ovalen. Ja, macht mehr Sinn. Sieht schöner aus, meiner Meinung nach. Uff, sehr schöner Sound. Kühlergrill, Carbon-Kühlergrill, Schwarz, Kühlergrill einsetzen in der Sekunde. Ah, okay. Maschen-Kühlergrill, Schwarz, Maschen-Einsätze. Modern, modern schwarz und dann nochmal in der Sekundärfarbe. Also ich muss sagen, das sind sehr komische Tuning-Optionen. Das sieht man ja kaum. Mir hat aber das jetzt zumindest gefallen erstmal, ein Carbon. Aber sieht irgendwie Chrom aus. Das ist ein Fehler? Das ist doch Chrom und nicht Carbon. Also weiter geht mit der Motorhaube. Serienmäßig Tuning, Sekundär, Carbon, Straßen, Sekundär, Carbon. Dann haben wir die aggressiven Lufthutzen immer. Also ich überspringe das jetzt einfach mal. Mit Einlass. Rennmotorhaube gefällt mir bisher sehr gut. Und die Wettkampfmotorhaube. Okay. Ne, mir gefällt wirklich die Rennmotorhaube extremst gut. Also die gefällt mir. Die nehmen wir. Wir machen weiter mit den Designs. So, schwarzer Streifen, weißer Streifen. Doppel, doppel, dreifach, aber an den Seiten. Dann nochmal ein Weiß. Schwarze Rennflagge, weiße Rennflagge. Also das ist bisher alles immer nur schwarz-weiß, aber so relativ schlicht bisher. Schwarz-weiß. Okay, jetzt geht's komplett ab. Dragster-Rennen. Komplett mit Flammen überzogen. Auch nice. Dance-Rennlackierung. Straßen-Tarnmuster. Ich glaube, hier kann man die Farbe nicht ändern, weil es einmal komplett drüber ist. Okay, das war's schon. Also mir gefallen diese Stachelstreifen und diese Rennflagge, um ehrlich zu sein. Ich würde aber sagen, wir tunen den erstmal zu Ende und dann schauen wir nochmal bei den Designs rein. Das sieht auch aus wie so ein Adidas-Logo. Vielleicht nehmen wir auch sowas. Lüftungsschlitze, Lamellen. Oh, ich bin immer ein großer Fan von Lamellen. Keine Ahnung warum. Dann in der Sekundärfarbe. Aggressive Lamellen. Sieht auf jeden Fall meiner Meinung nach besser aus. Und Zierlamellen. Oh mein Gott, okay. Boah, sowas haben wir noch nie gehabt, richtig, oder? Also ich muss sagen, mir gefällt irgendwie das besser, aber ich würde das hier erstmal nehmen, weil das jetzt einfach mal was ganz anderes ist. Wir lassen das erstmal, vielleicht ändern wir es am Ende. Dann haben wir den Heckdiffusor. Standard. Was ändert sich denn? Ah, da unten. Oh, das ist ja Mini. Okay, mit Kante. Diffusor. Das sieht schon mal besser. Ich drücke aufs Gaspedal, auch wenn es etwas lauter werden wird. Nee, es ist schon viel zu laut. Das ist crazy. Carbon-Diffusor. Dann Sekundärfarbe groß. Okay, wir haben den großen Diffusor und den Renndiffusor ist nur an der Seite sowas Kleines. Ich habe es leider eben gar nicht gesehen. Deswegen muss ich nochmal zurück. Dann haben wir noch den Wettbewerbsdiffusor. Und das war's auch schon. Ich muss sagen, die gefallen mir alle nicht so gut. Ich glaube, wir nehmen einfach den normalen Diffusor. Der hat mir jetzt am besten gefallen. Dann die Seitenlamellen. Seitenlamellen. Und dann haben wir den nochmal in aggressiv. Okay, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann nehmen wir das mal in aggressiv. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Seitenverkleidungen. Seitenplatten. Carbon, Sekundär, Seitenverkleidung, Aero-Seitenverkleidung, Flügel, Rennseitenverkleidungen und das war's auch schon. Also ich finde das, es verwirrt mich extrem, dass es zu fast allem drei verschiedene Varianten gibt. Also Seitenverkleidung, dann Carbon, Sekundär und dann das nächste, Carbon, Sekundär. Leute, das verwirrt mich extrem. Dann nehmen wir einfach mal die Standard-Seitenverkleidung hier drauf, die hat mir jetzt gefallen. Die Splitter. Okay, jetzt 22 Optionen ist schon sehr viel, aber ich denke, es sind wieder nur die Varianten. Deswegen gehen wir die mal durch. Also, der normale Splitter,
Der Flügelsplitter, von oben sieht das auf jeden Fall besser aus. Der Flügelsplitter, der abgesenkte Splitter. Dann haben wir den Splitter mit Einlass, ein bisschen eine Öffnung ist da. Und als nächstes den Rennsplitter und den Wettkampfsplitter. Also mir hat der Wettkampf ehrlich gesagt sogar sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und der Flügelsplitter ist auf jeden Fall auch mal was anderes. Aber wir nehmen mal den Wettkampfsplitter. Der ist nämlich auch sehr nice. Spoiler, Leute, ihr wisst, Spoiler, meine Lieblingskategorie. Runder Spoiler, ich würde den so gerne drauf machen, aber den haben wir leider schon beim Envisage drauf gemacht. Ich muss mich auf jeden Fall jetzt ein bisschen zurückhalten, weil sonst würde ich den schon sehr gerne drauf machen. Dann haben wir noch den Annesflügel, den Carbonstraßenflügel, hoher Carbonstraßenflügel, den Carbonrennflügel. Ach, den können wir auch jeweils immer in der Sekundärfarbe machen, das ist ja schon mal etwas. Und den Carbon GT-Flügel, den Carbon Wettkampfflügel, den Dragster Carbonflügel, den Carbon Chassisflügel, okay. Viele krasse Sachen. Wie gesagt, eigentlich würde ich sehr, sehr gerne den runden drauf machen. Aber wir nehmen mal den Annesflügel. Der passt nämlich auch sehr gut zum Auto, muss ich sagen. So, dann haben wir noch die Sonnenblenden. Ihr wisst, wir nehmen einfach die Primärfarbe. Federung immer ganz tief. Ja, ist auf jeden Fall, kann sich sehen lassen. Getriebe machen wir full. Turbo machen wir full. Reifen sind sogar relativ Standard. Die ändern wir auf jeden Fall. Und die Fenster machen wir etwas dunkler. Und ihr wisst, wie es immer ist. Ich tune den kurz zu Ende. Mit dem Design und der Lackierung und dann sehen wir uns draußen wieder. So Leute, wir sind raus und ihr könnt sehen, das ist auf jeden Fall nicht meiner. Das ist der Actuality-Tuch von Kev, aber das hier ist auf jeden Fall meiner. Haben uns für einen Lachsrosa entschieden. Ich finde den sehr geil, ich finde den extrem gelungen. Hat auf jeden Fall so einen sehr, sehr nice Tuner-Vibe, gefällt mir extrem gut. Und ich würde sagen, da habe ich leider wieder mal einen Fehler gemacht. Und zwar hat der Wagen noch HSW und ich habe jetzt schon die ganzen Leistungsupgrades drauf gemacht. Das heißt, erstmal werden wir jetzt richtig, richtig auseinandergenommen vom Preis her. Und wir schauen uns mal an, wie der sich fährt. Okay. Ich sag ehrlich, er fühlt sich jetzt nicht extrem schnell an, aber ist auch nicht sehr langsam, weil das ist ein Coupé. Das ist kein Sportwagen. Damit hätten die meisten wahrscheinlich nicht gerechnet. Das ist kein Sportwagen. Das ist heftig. Das ist ein Coupé. Sieht aber extrem geil aus. Vor allem die Front ist wunderschön. Wirklich wow. Extrem gelungen, Rockstar. Props gehen raus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber jetzt werden wir auf jeden Fall noch von den ganzen HSW-Upgrades komplett auseinandergenommen. So, mein lieber Hau. Bitte nimm mein Geld und sag einfach gar nichts. Wir haben nur noch 2,7 Millionen. Wie viel wird das kosten? Ah, Nummer 2. Oh mein Gott. Ah, verdammt. Ich sehe, dass unsere Autos relativ ähnlich getuned sind. Das freut mich. HSW 1,2 Millionen. Ah, jetzt haben wir nur noch 1,5 Millionen. Oh, das tut so weh. Verdammt. Ich gehe noch mal schnell alles durch. Mach's auf HSW und dann sehen wir uns gleich nochmal. Wir haben noch zwei neue HSW Motorhauben, sehe ich hier. Dann haben wir noch die HSW Lamellen. Und hier auch nochmal einen HSW Diffusor, HSW Seitenlamellen, sogar tatsächlich zwei HSW Seitenverkleidungen, einen HSW Splitter. Okay, wir haben irgendwie alles nochmal in HSW, also in diesem Schmiedekarbon. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Spoiler vielleicht auch sogar? Ja, das ist crazy, okay. So Leute, wir sind durch und ihr könnt sehen, wir haben noch 1,2 Millionen. Ich habe kein Geld mehr, es ist einfach vorbei. Oh mein Gott, okay. Jetzt testen wir den mal kurz draußen, mal sehen, wie er sich jetzt verhält. Okay, der Wagen hört sich schon mal nice an, vor allem beim Hochschalten. Und er lässt sich auch relativ entspannt fahren. Nicht extrem gut, das Lenken fällt, ist ein bisschen schwergängig und er rutscht direkt ab. Also extrem schwer zu fahren in meinen Augen, vor allem in Kurven. Aber sonst fühlt er sich sehr, sehr schön an. Den kann man auf jeden Fall in Rennen verwenden, aber ihr könnt das sehen, in Kurven ist er doch ein bisschen schwerfällig. Okay, der Unfall war jetzt nicht vorgesehen. Er ist nicht so einfach zu fahren und die Beschleunigung lässt ein bisschen zu wünschen übrig, aber ansonsten, hier könnt ihr schon sehen, die Kurve nimmt er leider nicht so gediegen. Aber okay, wir machen dann noch einen Test beim Flughafen, wie mit dem Niob. Und ja, dann sehen wir uns da. Wir sind hier. Oh, da stehen ja schon drei Leute. Sehr, sehr nice. Alter, ich stehe echt schön hier. Aber, oh mein Gott, das war so knapp. Wir haben hier einmal den neuen Envisage. Wir haben den X32. Neben mir ist der Earthsword Virtue. Dann haben wir den Italy, warum startet die einfach? Okay, egal. Daneben haben wir den Italy GTO Stinger TT. Auch sehr, sehr schnell. Ich glaube in HSW. Ja, und dann haben wir nochmal ganz rechts den neuen i8 bzw. den Niob. Das könnte sehr interessant werden. Also ich denke, dass der hier mit HSW nicht so gut mithalten kann. Aber es ist halt mal interessant, das zu testen. Da bin ich mal sehr gespannt. Wir fangen an. Let's go. Wer ist das auf der Strecke?
Bisschen verkackt den Start leider. Oh. Aber wir hängen sehr weit hinterher. Ich werde das jetzt mal auf mich schieben, dass ich den Start leider vermasselt habe. Aber trotzdem generell ziehen die Wagen uns gerade weg. Außerdem, irgendwie sah ich, den holen wir gerade... Oh mein Gott, was ist da passiert? Den holen wir gerade relativ gut ein. Aber ansonsten haben wir dann doch nicht so eine hohe Geschwindigkeit erreicht, wie ich es mir erhofft hätte. Wir machen mal noch eins. Ich werfe die Granate. Und jetzt... So. Besserer Start auf jeden Fall. Aber jetzt die Frage, ob die uns davon ziehen. Okay. Das war nicht gut, Paul. Oh mein Gott. Fazit ist, der Wagen ist leider nicht so schnell im Vergleich zum generellen schnelleren HSW-Fahrzeugen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das hier nur ein Coupé ist. Und der Test war auf jeden Fall diesmal nicht so gut wie die letzten Male. Aber trotzdem danke an jeden. Und trotzdem gefällt der Wagen mir vom Extrem, vom Aussehen her und vom Sound her. Und damit würde ich mich an dieser Stelle für dieses Video verabschieden und würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.